leise sein, bitte. Da muss ich nicht ganz so schreien. Setz dich mal hin. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme mit dem Kocher, muss ich gestehen. Ich muss den Kocher austauschen. Der andere hat ein Problem gehabt, der andere Gaskocher. Deshalb musste ich gerade nachhelfen mit einem Gasbrenner, um das Ganze zu entzünden. Was ich gleich vorführe, ist eine Fettexplosion. So leisen irgendjemand frittiert mit. Da sind ungefähr 3 Liter Öl drin. Das heißt, ein handelsüblicher Topf ist das Ganze mit 3 Liter Öl zu frittieren von was auch immer. Sie machen Krapfen, Apfelringe oder sonst irgendwas. Lassen das Ganze so lange auf dem Herd stehen, vergessen das. Dann dauert es eine gewisse Zeit und irgendwann entzündet sich das Öl selber. Also ich habe das Öl selber jetzt mit der Flamme ein bisschen angeheizt und entzündet, aber das war nur, um das Ganze zu beschleunigen. Ja, also die Situation könnte sein, Sie sind zu Hause, Sie haben frittiert, vergessen die Kochplatte auszumachen, essen vielleicht sogar, gehen danach aus dem Haus, Spaziergang mit den Kindern und das Ganze köchelt vor sich hin. Und dann kommt es immer darauf an, welches Öl Sie verwenden. Das kann nach 30 Minuten sein, das kann nach einer Dreiviertelstunde sein, das könnte auch viel früher sein, bei Frittierfett zum Beispiel, dieses Biskin, das hat einen sehr niedrigen Flammpunkt. Flammpunkt ist die Temperatur, wo irgendein Stoff, die Flammtemperatur, so leise von selbst anfängt zu brennen, wenn der Energie zugeführt wird, wie bei einer Herdplatte. Was man unter keinen Umständen machen darf bei Fettbränden, ist, das Ganze mit Wasser zu löschen. Schlecht für Sie, schlecht für alle umliegenden Personen, schlecht für die Räumlichkeiten und führt in den meisten Fällen dann auch zu einem Folgebrand. Auf jeden Fall zu schweren Verletzungen der Person, die das probiert. Das ist sogar schon so, wenn es die Bratpfanne ist. Ja, wenn brennendes Fett aus der Bratpfanne auf die Haut drauf spritzt und tropft, gibt das auch schon Brandblasen und schwere Verbrennungen. Das ist sehr schmerzhaft. Soll heißen, nie mit Wasser. Wenn es möglich ist, nimmt man einen Deckel, um das Ganze zu ersticken. Ich muss direkt sagen, ich habe leider nicht den richtigen Deckel mit für diesen Topf. Es ist ein alter Topf. Ich habe nur einen Mülleimerdeckel. Problem an diesem Mülleimerdeckel, der schließt das Ganze nicht richtig ab. Also nicht luftdicht. Trotzdem ist es so, momentan ist ein offenes Flammenbild, so heißen, der Topf brennt. Was man machen könnte, ist mit einem langen Arm, ich habe jetzt hier einen Handschuh an, mit dem Geschirrtuch oder so, den Deckel, und werfen den einfach drauf. Sind die Flammen erstmal weg, was man dann macht, ist den Herd ausstellen und bitte bewegen Sie den Topf nicht, lassen Sie alles so, lassen Sie lieber rauchen, rufen Sie auch gerne die Feuerwehr, zur Sicherheit, das ist gar kein Problem, wir kommen sehr gerne vorbei. Ja, Sie sehen jetzt schon, ja, den Deckel und versucht ihn runterzunehmen oder zu verschieben, zündet das Ganze direkt durch. Warum? Es ist heiß. Ja, das Öl selber ist so heiß, dass es kocht und von selber brennt. Ja, das brennt auch weiter, wenn Sie den Herd ausstellen. Ja, wenn ich jetzt Gas abdrehe, brennt das trotzdem weiter erstmal. Deshalb Empfehlung, wenn, Deckel drauf, mit einem langen Arm weg und gerne die Feuerwehr rufen. Wollen auch den Herd ausstellen, wenn es geht. Und selbst wenn das nicht geht, absolut okay, rufen Sie uns an. Was ich gleich mal mache, ist das, was man nicht machen soll als Vorführung. Da habe ich leider keine Einbauküche hier und ich habe auch keine Höhenbeschränkung. Ja? Trotzdem glaube ich, dass da ein ganz guter Eindruck von dem vermittelt wird, was dann in diesem Raum passiert, wenn ich das mache. In dem Fall 3 Liter Öl. Wenn Sie weniger Öl im Kopf haben, ist die Explosion oder der schnelle Abbrand natürlich ein bisschen geringer. Trotzdem wird man gleich sehen, dass der Effekt dann doch ganz gewaltig ist. Ganz kurz dazu, warum ist das so? 1 Liter Wasser ergibt, wenn er verdampft, 1700 Liter Wasserdampf. Das ist der Effekt, der da passiert. Gibt da gleich einen halben Liter Wasser rein. Das Wasser ist relativ kalt, das Öl ist sehr, sehr heiß. Das hat über 200 Grad. Das Wasser wird dann schlagartig verdampfen und diese 1700, in dem Fall die Hälfte, Liter an Wasserdampf bilden und die reißen das brennende Öl mit. Dadurch gibt es diesen Effekt, den ich gleich vorführe. Also bei dem Ganzen gibt es jetzt keinen Trick. Das ist einfach nur brennendes Öl und hier ganz normales Wasser. Kein Mineralwasser, Leitungswasser, was Sie bei sich quasi rausnehmen können. Kleiner Moment noch, ich will gerade schauen, dass der Wind auch richtig steht in die andere Richtung. Genau. Ich habe das jetzt von der Seite nicht sehen können oder aus der Entfernung. Ich weiß nicht genau, wie hoch das Ganze war. Ich vermute mal irgendwie sowas zwischen 4 und 5 Meter vielleicht sogar in der Ausdehnung. Wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen davor, Sie sind in einem geschlossenen Raum. Ja,
diese Feuerwalze, nenne ich das jetzt mal, dieses brennende Fett, das rollt über die Decke in den ganzen Raum rein, umhüllt sie und sorgt da für schwerste Verbrennungen. Ich denke, war eine eindrucksvolle Demonstration. Wiederholen kann ich es leider nicht. Das dauert zu lang. Vielen Dank.